So, 2 Minütchen noch. Schönen guten Morgen, ja.
wir gehen nach Appenzell. Wir gehen nach Appenzell. So, den Kollegen hier noch starten da. Ne, wir gehen nicht Radfahren, wir wandern. So. Also, liebe Freunde. Said, es tut mir leid, ich muss mich verabscheiden. Ich wünsche dir noch sehr viel Spaß und pass auf dich auf. Winke, winke, danke für die tollen Bilder am Morgen und der netten Unterhaltung. Ja, Sly, ich danke dir auch fürs Zuschauen, fürs Liken. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Und danke fürs Zuschauen und schön, dass es dir gefallen hat. Ich wünsche dir was. Tschüss, ciao. Und an alle, die heute neu dazugekommen sind jetzt, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen bei meinem kleinen Stream hier. Wir sind hier unterwegs im Appenzell, genauer gesagt auf dem Kronberg, auf ca. 1600 Metern. Wir werden jetzt in aller Gemütlichkeit nach Appenzell runterwandern, das ist in ungefähr die Richtung. Da werden wir ca. 2, 2,5, vielleicht 3 Stunden brauchen. Wir werden dann auch wahrscheinlich ein verfrühtes Mittagessen dann machen, selber kochen, beziehungsweise das mitgebrachte verkochen. Ja, und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, einen guten Morgen, einen wunderschönen guten Donnerstag. Genießt den Stream. Falls ihr Fragen habt, gerne Fragen stellen. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal los. Wir lassen den Sentis hier auf der rechten Seite heute mal auch rechts liegen. Geht auch die Möglichkeit darunter, also es gibt einen Winterwanderweg. Aber den lassen wir jetzt heute mal so, wie es ist. Okay. Ich hoffe, das mit dem Empfang funktioniert. Zeit aktuell GPS-Position.
Ein Foto müssen wir noch machen. Da. Okay. Das ist ein Traum. Wunderschönes Wetter. Ein Foto müssen wir noch machen. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt geht es da wirklich los. So. Jetzt aber. Wie ihr seht, kaum Schnee noch oben. Also nur ein bisschen die paar Pfützen hier. Wir liegen ja hier auch nicht unbedingt hoch, 1500, 1600 Meter. Mal schauen, wie es geht, weil ich hoffe, es geht relativ gut. Ja, ist okay. Oder auch nicht. Okay, schauen wir mal. Ein bisschen eisig teilweise. Ich habe halt nicht unbedingt Lust, Steighilfen auf zu montieren. Aber ich befürchte, ich werde da nicht allzu groß drum kommen, oder? Ich laufe wirklich, ja, es geht. Ich laufe wirklich wie ein Pinguin dahin. Es geht. Da schon. Die Schneefläche ist. Ach, hier geht's. Also es ist ein bisschen blöd, wenn es dann unten eisig ist. Und ich rutsche dann aus. Das ist dann scheiße. Das ist dann scheiße. Ja, muss dann nicht sein. So. Thank you.
So, ich glaube, ja, komm, jetzt schauen wir mal. Süß. Schauen wir mal, wie es ist. Dürft schon gehen. Ja, das ist okay. Das geht, ist nicht so rutschig. Ist nicht so rutschig, ich dachte. Rum-di-rum-di-rum. Werke des Herrn sind groß zum Staunen für alle. Okay. Gottes Macht zu helfen ist so groß, dass er immer einen Weg und eine Hilfe für dich hat. Ja, okay, kann man so nehmen. Gottes Macht zu helfen ist so groß, dass er immer einen Weg und eine Hilfe für dich hat. Puh, ja. Schwierig. Also ich. Ein Glaube in dem Sinne kann schon helfen, um gewisse Hürden oder Probleme zu lösen. Ob das jetzt ein Glaube an Gott ist oder eine gute Sache. Das muss und kann jeder für sich dann entscheiden. Ja. Das muss und kann jeder für sich entscheiden. Das muss und kann. Ja, gut, ein bisschen rutschen tun wir schon, aber nicht so fest. Es geht. Es geht. Mal besser als ohne. Ohne, da wäre jetzt abgeflogen hier mit den Steighilfen. Da wären wir jetzt abgeflogen. Hör, lieber Chat, ich hoffe, es ist jemand umeinander, der vielleicht Zeit hat, zu mir zuzuschauen. Wenn nicht, egal, genießt den Stream. Wenn ihr wissen wollt, wo ich unterwegs bin, Ausrufezeichen IR, Ausrufezeichen Map, dann seht ihr meinen GPS
Position. Also wir sind jetzt hier unterwegs von Kronberg Richtung Appenzell. Richtung Appenzell, das sind circa, ja, was werden es sein, 2,5 Stunden, dann sagen wir 3. So, und jetzt ist die gute Frage, wo gehen wir jetzt entlang? Oben oder rechts? Ich würde sagen, da es da links die Wanderwegmarkierung gibt, gehen wir links. Schön dem Grat entlang. Hier nochmal. Kurz die Aussicht genießen. Ja. So, da unten sind wir vor einer Stunde gestartet in Jakobswart. Da rechts ist dann Gonten und dann geht es dann weiter hinten bis hier circa. Da ist dann Appenzell, der Hauptort. Der Kanton heißt auch so, also Appenzell. Es gibt ja zwei Appenzell, einmal Appenzell Außenroden und Appenzell Innerroden. Bei Appenzell Außenroden wüsste ich jetzt nicht einmal Dings, aber den Hauptort wüsste ich jetzt nicht einmal. Appenzell Innerroden ist tatsächlich Appenzell. Ganz ehrlich, eines meiner Lieblingsgemeinden, Städten hier in der Schweiz. In der Ostschweiz sowieso. Es ist eine wunderschöne Kleinstadt, sagen wir so, mit sehr, sehr schönem Ambiente, mit tollen Geschäften, mit schöner Architektur und zwei ganz, ganz wichtigen Sachen. Nämlich eine Brauerei, ne, drei wichtigen Sachen für mich, nämlich eine Brauerei, einer Brennerei und einer Käserei. Ja, Appenzeller Käse, sehr bekannt. Dann haben wir den Appenzeller Alpenbitter. Das ist die Brennerei. Dann haben wir Appenzeller Bier, also sprich die Brauerei Locher. Das ist dann die Brauerei. Und ich bin mir ziemlich sicher, zu einem von beiden, wenn nicht sogar zur Brennerei und zur Brauerei, mal schauen, was die Zeit sagt, oder was die Zeit macht, werden wir sicherlich besuchen und das eine oder andere mitnehmen. Ja? Schauen wir mal, ob dann bis dann der Akku dann noch hält. Ich hoffe es. Zumindest der Akku von der Kamera und der Zusatzakku, der dürfte halten. Beim Modem, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Da bin ich mir nicht so sicher. Sollte das eine schnell zur Neige gehen, kann man das dann wahrscheinlich. Dann muss ich dann umstöpseln auf den großen Akku der Kamera. Und dann dürfte das vielleicht auch nicht. Der große Akku, der kann was. Der kann was.
Ne? Übrigens, diese Pfosten hier, wenn ihr es nicht wisst, das sind Markierungen, das sind Winterwanderwegmarkierungen. Ja. Wenn hier gut Schnee liegt, kann man hier, und das war ja eigentlich auch meine Idee, kann man hier auch, und jetzt glaube ich, bin ich falsch gelaufen, weil, ja, ich denke, hier geht es nämlich. Runter, ja, Jakobsbad, da will ich aber nicht runter. Da will ich nicht runter. Ja, gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal zurück, queren tun wir nicht. Oder soll ich queren? Nee, das ist noch zu steil. Ah, doch. Das geht schon. Nee, gehen wir nicht. Komm. Ach, kein Scheiß. Kehren wir nochmal um. Das ist der falsche Weg, oder? Fossa wo zeigt aktuell GPS-Position? Nee, okay, ich bin auf dem richtigen. Was ist denn das für ein anderer Weg da? Alpenpanoramaweg, na, das ist gut. Bin richtig, ne? Okay. Wir sind richtig. Dachte mir schon. Der andere ist gar nicht an. Richtig angezeigt. So, ja, wie ihr vielleicht schon jetzt gerade gehört habt, Alpenpanoramaweg. Das ist ein Teilstück hier. Ich glaube insgesamt, der zieht sich durch die ganze Schweiz. Ich glaube, es sind irgendwas mit 560 Kilometer an Wegnetz. Ein Alpenpanoramaweg, ja, warum nennt man das Alpenpanoramaweg? Ja, es ist ganz einfach. Guckt euch hier um. Guckt euch hier um. Ich muss fast hier ein Foto machen. Ja. Guckt euch hier um, es ist so also wunderschönes Panorama. Das ist. Und wenn ihr jetzt hier geschaut, ihr seht auch schon genau, wo was liegt. Da drüben Deutschland, flach wie. Ja, flach. Und hier haben wir Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Ja. Das ist ja. Das kann man richtig, wirklich als Panoramaweg bezeichnen. Deswegen heißt er ja auch so. Weil man hier grundsätzlich immer eine fantastische Aussicht hat. Und ich werde jetzt hier mal schon wieder Pause machen. Und die halt natürlich nicht. Jetzt werden wir mal ein schönes Foto machen hier. Ne? So ein Panoramafoto. Richtig, richtig wunderschönes Foto. Also das Wetter ist, könnte gar nicht perfekter sein. Ist richtig.
angenehm, was richtig cool ist. Ich hatte heute wirklich Glück mit dem Wetter, ganz ehrlich. Ich habe circa 3 Wochen gewartet. Ich wollte eigentlich schon früher hier rauf, aber Wetter war immer beschissen. Oder ich hatte keine Zeit. So, schauen wir mal, ob das alles hier funktioniert. Okay, Bild ist da. Nehmen wir so, wie es ist. Okay, Stream ist auch da, ist alles gut. So, weiter geht's. Und sonst kommen wir hier heute nicht mehr an.
Ups. Entschuldigung. Zum Glück kam es vorne raus, hinten wäre es gestunken. Ja. Ja, Chat, hoffentlich geht's euch gut. Seitdem das Leih weg ist, ist es nämlich hier ein bisschen ruhig. Ja, du darfst ruhig mit mir reden. Beziehungsweise schreiben. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Das ist nämlich schon ordentlich steil hier. Ja. So, seitwärts ist am besten. So, wie es ausschaut, wenn ihr da hinten schauen dürft, ist das mit dem
Schnee schon gewesen sein. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt ziehen wir es halt unten wieder ab, die Grabbaus. Nicht die Krampus. Steighelden. Ja, Jungs und Mädels, das war eine gute Idee, die Steighilfen anzuziehen, ganz ehrlich. Weil hier wär der Spaß vorbei gewesen. Hier wäre der Spaß vorbei gewesen. Hier wäre der Spaß vorbei gewesen ohne Steighilfe. Ja, Chat, also wir sind jetzt unterwegs hier von Kronberg Richtung Appenzell. Falls wer neu zugestiegen ist oder zugeschaltet hat. Mal schnell mal das Handy schauen. Irgendwie, ich höre noch nichts mehr. Fossa Bozeit, hier ist meine Position. Telekom, aktuell GPS-Position. Alles klar. Ja.
Guten Morgen. So, und dann sind wir eigentlich schon fast wieder zurück in der Zivilisation. So, leider nicht geöffnet, aber egal, ich kann es verstehen, weil im Sommer wird dann hier eher was los sein, nehme ich mal an, oder gehe ich davon aus. Schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwo eine Bank finden, wo ich die Dings, na, die Steighilfen abmontieren, wieder abmontieren kann. Entry ist Löchli, also sprich ins Loch, ein Jakobsbad. Dann entweder Hütten, Jakobsbad oder Gonten. Oder Wasserschaffen oder Solek oder Appenzell oder Weißbad oder Kaubad oder Appenzell oder Klosterspitz oder Appenzell oder Vodraschgschwend oder Rakopsbad oder Gontenbad oder Steineck. Gescheißen, Alter, das ist eine Auswahl. Vor allem, ich find's jetzt einfach witzig. Ah ne, jetzt weiß ich warum. Das eine wäre Klosterspitz. Und dann nach Appenzell oder Weißbad Appenzell. Ja, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Appenzell. Im nächsten Wegweiser können wir immer noch entscheiden, was wir machen. So. Fliegende Kollege auch schon unterwegs. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn man mit einem Propellerflugzeug seine Runden drehen kann, darf und will. Fliegen ist jetzt aber ehrlich gesagt nicht meine Geschichte. Oder auch nicht meine Sache so. Weißt? Also, ich bin ja ich
bin ja eher so ein Zugfahrer, ne? Zug, ja. Heute Morgen zum Beispiel mit meinem Trappenzellerbahn. Na schön hinauf. Das hat dann eher was für mich. Morgen. So, die Stücke, die können wir tut wieder zusammen, die brauchen jetzt glaube ich nicht. Übrigens kann ich die recht gut empfehlen für euch Wanderer oder Interessierte. Die sind echt gut hier. Ich weiß nicht, wie die heißt. G3E. Ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber die kann ich echt empfehlen. Carbon ist jetzt nicht gerade die günstigste Geschichte, aber die sind fast bei allen Wanderungen mit dabei. Ich sage fast, weil ja bei Städtewanderungen, wenn es nur geradeaus geht, da brauche ich die nicht mitzuschleppen. Also wirklich sehr empfehlenswert ist es. Egal welche Marke ihr nehmt, ob jetzt Lakey oder G3 oder was auch immer, ohne jetzt da jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen. Carbon ist echt eine Geschichte. Oder? Das Gute ist, man kann auch die Spitzen, also man kann auch die Teller hier auswechseln. Ich habe jetzt hier noch klassisch die Winterteller drauf. Woran unterscheiden sich? Ja, ist eigentlich die Größe. Die Größe, die Sommerteller sind ein bisschen kleiner und haben dann eventuell auch den Vorteil, dass sie mal, wenn man so zwischen Stein einen Halt sucht, dass die dann auch nicht gleich komplett kaputt gehen. So. Rodelbahn, oh je. Ja, im Winter wäre das schon. Da hast du ja schon mal einen ordentlichen Schuss da unten. Da geht's schon mal runter da.
Grüezi. Grüezi miteinander. Zehn nach zehn ist es. Kein Schwein ist im Chat. Keine Sau interessiert sich für mich. Ja, na, 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 na. Wie immer hat Max Rabe recht. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für diesen Stream. La 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 la. La 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 la. Ja. So ungefähr. Schön. Ja, im Schatten ist es schon wieder kühler. Ja? Na gut, ich habe Merino-Unterwäsche an. Das geht schon. Die hält einen warm. Hat aber auch die Möglichkeit, kühlend zu wirken. Auch eine schöne Sache.
So, jetzt gehen wir in den Wald. Ich hoffe, dass der Empfang halbwegs vernünftig bleibt. Könnte nämlich sein, dass der schlechter wird. Könnte sein, muss aber nicht. So, wo gehen wir? Kaubad Appenzell, Eischen oder Scheidegg-Kronberg, da sind wir gekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt geradeaus, oder? Ja, wir gehen geradeaus. Das passt auch. Müssen wir mal auf die Mountainbiker ein bisschen ab, aber genau, die werden wahrscheinlich noch nicht unterwegs sein in die Jahreszeit. Wobei, okay. Ist, wie gesagt, haben wir. In der Woche habe ich auch schon bei uns oben auch schon einen Mountainbiker gesehen, der hoch ist. Aber ja. Hoffe, der Empfang funktioniert halt ein bisschen. Im Wald ist es immer ein bisschen blöd. Halb zwölf, gleich einmal. Das heißt, bald mal Hami Hami. Mit Mittagessen reinwurschteln.
Ja, meine Lieben, der Frühling kommt. Vielleicht hört es schon, Vögel. Sind auch schon wieder da. Die lieben kleinen Piepmätzchen. Ja. Ja, was ist los? Gehen, wir sind erst seit einer Stunde um 40 unterwegs. Das geht ja gar nicht. Hallo. Das geht gar nicht.
Ja. Steine, Laub, Nässe. Unangenehm. Aber jetzt haben wir es gesehen, gleich wieder geschafft. Sehe mich da unten schon wieder. Eine Straße. Ja, lieber Chat, für alle, die neu hinzugekommen sind, herzlich willkommen. Die sich hier noch nicht gemolden haben, gerne mal ein Hallo in den Chat, damit ich weiß, dass ihr überhaupt da seid. Oder wer überhaupt da ist. Ja. Wir sind heute Morgen früh um 7 sind wir los. Von Zaletz aus. Das ist ein Bahnhof in der Schweiz, nähe meiner Heimat. Specht, habe ich das richtig jetzt gehört? Tatsächlich. Irgendwo da oben ist er. Von zuletzt aus heute Morgen gestartet mit dem Bus, dann mit der S-Bahn von Aal von Altstetten, nein, beziehungsweise mit dem Bus nach Altstetten. Davor damals ist halt noch nichts mit der S-Bahn, beziehungsweise die Haltestelle wird nicht bedient. Dann von Altstetten mit der Appenzeller Bahn hinauf nach Geis, von Geis nach Appenzell und von Appenzell Richtung Jakobswart und von dort oben mit einer wunderschönen Aussicht, das könnt ihr dann nachher oder sobald wir hier fertig sind, im VD gerne nachschauen. Wunderschöne Aussicht, tolle Gelegenheit, um mal ein bisschen zu genießen. Ich hatte die ganze Seilbahn mit Ausnahme vom Mitarbeiter für mich, was auch selten ist. Und ja, dann ging es hinauf auf den Kronberg, 1600 Meter Höhe. Und von dort sind wir jetzt. Laufen wir jetzt knapp 1,5 Stunden, Stunde 50, so mit Pausen hinunter Richtung Appenzell. Appenzell, einer meiner Lieblingsorte, wenn nicht sogar der Lieblingsort in der Schweiz, den ich am häufigsten besuche, also zu wandertechnischen Ausführungen oder zu wandertechnischen Ausflügen besuche. Ich bin da hier mehrmals im Jahr.
So, jetzt sind wir wieder aus dem Wald heraus und sind de facto in Appenzell oder in der Landsgemeinde, so heißt es glaube ich hier genau, angekommen. Ja. In der Landsgemeinde angekommen. So, ja, wir haben hier Appenzell. Wir sind hier morgens, wir sind heute Morgen hier mit der Bahn bzw. mit dem Tram. Na, eigentlich ist es ein, ja, eigentlich ist es Tram schon durchgekommen. Und zwar von da hinten. Dann sind wir hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, über diese Brücke. Dann hier entlang. Und da vorne ist ja dann der Bahnhof. Da sind wir heute umgestiegen, sind dann hier dann weiter nach hinten Richtung Gonten bzw. Jakobsbad. So, ja, Landsgemeinde Appenzell. Und ich habe heute Morgen auch schon mehrmals gesagt, es gibt hier für mich drei wichtige Unternehmen. Das ist einmal eine Brauerei, dann die Brennerei und dann eine Käserei. Brauerei. Sieht man hier links hinten ist der Produktionsstandort von der Brauerei. Und dann, dort werden wir jetzt, also wir werden jetzt nicht dahin gehen, sondern wir werden die Richtung gehen. Wenn ihr dir weiter schaut, da ist eine Kirche. Da hinten dran ist eigentlich die Brauerei Locher. Also dort ist eigentlich das Haupt, ja, ich würde sagen, Hauptgebäude mit dem Besucherzentrum. Dort werden wir hingehen. Und dann, wenn es sich ausgeht und das Stream oder beziehungsweise der Akku hier noch mitmacht, werden wir von da rüber gehen. Und da bei der Brücke, wo wir jetzt hier heute Morgen durchgefahren sind, das ist der Appenzeller Alpenbieter, das ist die Brennerei. Da werden wir vielleicht auch noch vorbeikommen, mal schauen. Jetzt werden wir uns erstmal schauen, dass wir hier runterkommen. Ja? So mein Vorschlag, mal schauen. Das ist hier wieder so. Ne?
Die brauchen wir jetzt endgültig nicht mehr. Fossa Bozeit aktuell GPS-Position. Jetzt können wir da anfangen, Blätter alle miteinander. Ist gut.